So, hallo, nochmal jetzt zum Jahresende gibt es nochmal ein kleines Video zu mir. Ich habe ja vor, ich sag mal, etwas längerer Zeit schon mal ein Video gemacht über mein erstes Jahr. Und ich denke mir, ich könnte doch so als Art Running Gag einfach immer zum Jahresende einfach mal mein, ich sag mal, ja, Waffenjahr, in dem Fall skisporttechnisches Jahr, zeigen und präsentieren, einfach weil. Ja, ich kann ja immer Sachen, macht Wettkämpfe, die machen Spaß und so. Und dann bin ich jetzt vielleicht selber einer, der aber selber nicht wirklich was vorweisen kann. Deswegen, das ist mein Schießnachweis, den erstelle ich jedes Jahr. Quasi zum Jahresende erstelle ich mir den. Das ist eine ganz normale Excel-Datei. Da trage ich quasi meine Termine ein. Ich unterscheide hier zwischen Trainingsterminen, die ich zur Not auch hier nochmal damit einsetzen könnte. Und Wettkämpfe intern, das sind Vereinsmeisterschaften und Wettkämpfe extern. Und ja, wenn ich dann quasi irgendwas beantragen möchte, brauche meinen Schießnachweis, nehme ich auch so eine Liste, kopiere mir die und füge mir dann auf die Art das Jahr zusammen, einfach nur mit Copy und Paste, ist ja relativ einfach. Ja, habe ich mir halt so erstellt, empfinde ich so als praktisch und hatte ich auch noch nie groß Probleme. Und wir alle wissen es ja, wir müssen. Unter Umständen, wenn die Behörde ja dann auf uns zukommt, eben nachweisen, dass wir mit unseren Waffen noch aktiv schießen. Das heißt, mindestens einmal pro Quartal mit der jeweiligen Waffengattung, die wir haben, gibt es ja zwei Stück, Langwaffe, Kurzwaffe. Und wenn im Quartal nicht möglich ist, dann im Jahr eben sechs Termine. Ich glaube, die habe ich jetzt so Pi mal Daumen gerade so hinbekommen. Nur mit Meisterschaften wahrscheinlich. Ja, zu den Trainingsterminen brauche ich nicht allzu viel sagen. Ich trage da nie einen Disziplinschlüssel ein. Liegt mitunter daran, dass ich auch durchaus Tage habe, wo ich mehrere Disziplinen gleichzeitig trainiere. Ich trage einfach nur ein, weil vom Gesetz wegen ist es auch nicht anders davor geschrieben, welche erlaubnispflichtige Schusswaffe ich eben geschossen habe. Und wenn ich jetzt hier auch über die Liste gucke, sind das auch definitiv alles Waffen, die sich in meinem Besitz befinden. Ja, nicht wundern. Ab und zu habe ich zwei Waffen drin, zum Beispiel hier jetzt am 26.02. Glock 17 und GSG 15. Hintergrund ist, wenn ich an einem Tag mit einer Kurz- und mit einer Langwaffe trainiere, dann zählt quasi in dem Fall für diese pro Quartalschießerei, beziehungsweise sechsmal im Jahr schießen, jeweils eben einmal die Kurzwaffe, einmal die Langwaffe. Trage ich auch so in meinem Schießbuch ein. Schießbuch kann ich ja mal zeigen, habe ich schon vorbereitet fürs nächste Jahr. Ich kaufe mir dann immer so ein Schießbuch hier, ganz normal. Kriegt ihr überall beim Fachhändler, bei Amazon, bei eBay, überall, wo ihr wollt. Schreibe ich dann immer drauf, eben welches Jahr, in dem Fall 2023. Ist jetzt noch leer. Ich fange jedes Jahr ein neues Schießbuch an und die sammle ich und dann, falls die Behörde halt doch nochmal möchte, da sind dann auch die Unterschriften, Stempel etc. drin, dann können die sich das eben noch abholen. Ja, ansonsten brauche ich da, denke ich mal, nicht allzu viel sagen. Das sind halt einfach Trainingstermine. Nichts Besonderes. Bei den Wettkämpfen würde ich chronologisch von hinten nach vorne gehen, weil ich habe hier meinen Ordner, wo ich die Urkunden etc. oder Ergebnislisten habe, je nachdem. Und dann werde ich euch natürlich auch mitteilen, was ich habe. Und das schauen wir jetzt mal. Das erste, was jetzt dort steht, ist Gaumeisterschaft Pistole. Bei der Gaumeisterschaft Pistole, ja, war halt bei uns im Gau, war die Kennziffer 2. 5-3 vom DSB. Habe ich geschossen mit meiner Glock ganz nebenbei. Meine Platzierung von 9 Startern insgesamt in meiner Altersklasse war ich auf Platz 9. Ich weiß jetzt nicht, wie ich insgesamt gewesen wäre mit allen Starterklassen. Gucke ich immer nicht nach. Aber ja, habe ich mit der Glock 17 geschossen zur Disziplin kurz. Ihr schießt 25, 20 Schuss auf 25 Meter. Ganz normal Präzision. Theoretisch mit dem Zeitlimit. Ich weiß gar nicht, da habt ihr, glaube ich, 5 Schuss, 5 Minuten oder sowas, ist jetzt nicht wirklich der Rede wert. Und das andere ist dann die Duellscheibe, das heißt, die Scheibe steht quer zu euch. Wenn sie dann da kommt, ist sie für 20 Sekunden da. Dann habt ihr 20 Sekunden Zeit, 5 Schuss auf die Scheibe abzugeben. Dann dreht sie sich eben wieder weg. Das ist dann die Duellserie. Ja, mit der Glock, ich habe 300 Ringe geschafft. Joa.
Ich bin mit der Glock kein Präzisionsschütze, aber ja, hat gereicht für den 7. Platz von 9. Dann Rundenwettkampf. Da schießen wir im Übrigen die gleiche Disziplin. Da habe ich jetzt aber noch keine Ergebnisse, weil der Rundenwettkampf ist so ein bisschen wie eine Liga, die das ganze Jahr über läuft. Aber beim Ordonnanzgewehr immerhin Platz 1 mit 145 Ring. Habe ich geschossen mit meinem K98, war auch der einzige Starter. Also das heißt, ich habe im ersten Schuss bereits gewusst, dass ich Gaumeister bin. Ja, ist die Liste B, müsste das sein. Die 1.58O müsste die bayerische Ordonnanzgewehrdisziplin sein. Ja, habe ich mit dem K98 geschossen, 20 Schuss liegend, 20 Schuss stehend. Ja, ganz klassisch. Ich schieße unheimlich gerne, aber überhaupt nicht gut und vor allem nicht mit dem K98. Aber ja, 145 Ringe habe ich geschafft von 400 möglichen. Definitiv keine Glanzleistung, aber es reicht, um Gaumeister zu werden. Ja. So, dann kommen wir zum Bezirkspokal. 7 Disziplinen. Da war schon eher meins. Ganz nebenbei bei dem Bezirkspokal lag die Disziplin Fallscheibe vorne dran. Das heißt, alle Disziplinen, die ich jetzt dann quasi erstmal nenne, ist alles auf die Klappfallscheibe bezogen. Und ja, da bin ich angetreten mit meiner besten Platzierung. War Lever Action, also Unterhebelrepetierer KK. Habe ich geschossen in 21,84 Sekunden und hat gereicht für den 2. Platz. War definitiv zufriedenstellend. Ich glaube, so gut bin ich eigentlich nicht unbedingt mit dem Unterhebel. Auf Platz 3 mit der Pistole Großkaliber, da habe ich eben mit der Glock wieder geschossen. Das ist auch die Primärdisziplin, wie ich mit der Glock schieße. 31,75 Sekunden hat gereicht für den 3. Platz. Ich sag's auch so, wie es ist. Ja, ich habe den ersten Durchgang komplett verkackt. Also ist richtig. Da habe ich gut und gerne 10 Sekunden Zeit verloren. Das hat mir natürlich einiges kaputt gemacht, aber glücklicherweise waren die anderen halt auch schlecht. Oder nicht so gut. Schlecht ist ja immer. Super geile Typen auf jeden Fall, ne? So, dann haben wir noch mit dem Unterhebelrevetierer Kurzwaffe. Kurzwaffenkaliber, also da habe ich einen Rossi in 357 Magnum geschossen in 32,3 Sekunden. Gesamtzeit wohlgemerkt immer, ich glaube, das war ein Halbprogramm, also drei Durchgänge. Da habe ich den 4. Platz mitgemacht. Repetierflinte habe ich mich erstmalig probiert, weil die Repetierflinte habe ich letztes Jahr zur Corona-Hochzeit bekommen und konnte sie dann das erste Mal, wie ihr es auch im Trainingsnachweis seht, schießen am 19.02. Und ja, da auch nur eingeschränkt, aber ich habe mich halt zumindest dran versucht und habe mit 20,49 Sekunden den 9. Platz gemacht. Durchaus okay. Dann hatte ich noch Selbstladegewehr KK. Da habe ich mit 14,25 Sekunden den 10. Platz gemacht. Ich sag's so, wie es ist, da war ich nicht so hundertprozentig zufrieden. Aber ist okay. Dann noch mit dem Selbstladegewehr, Selbstlader Kurzwaffenkaliber. Besitze ich selber keinen, habe ich mir also einen ausgeborgt von einem Kollegen. 14. Platz mit 14,94 Sekunden. Ja, ich bin da völlig zufrieden mit Waffe, die ich halt vorher, ich glaube, zweimal geschossen habe. Ja, und dann habe ich noch freie Klasse mit der Pistole KK geschossen. Ja, das war eine absolute Katastrophe. 126,45 Sekunden. 18. verdienter letzter Platz. War überhaupt nicht meins. Also ich meine, ich bin generell jetzt nicht unbedingt der Superschütze mit dieser Pistole, aber das geht auf jeden Fall besser. So, dann schauen wir mal, was kommt als nächstes nach dem Bezirkspokal? Die Deutsche Meisterschaft. So, da muss ich mich jetzt erstmal suchen, denn da habe ich gerade nämlich nur die Ergebnislisten. Da bin ich angetreten mit dem Sportgewehr, Selbstladegewehr, KK, optische Visierung, Klappfallscheibe im Übrigen. Und habe von 50 angetretenen Teilnehmern und insgesamt 53 qualifizierten Teilnehmern den 46. Platz gemacht. Mit 48,34 Sekunden. War meine erste deutsche Meisterschaft in Philippsburg oben. War cool. Hat echt Spaß gemacht. War mega aufgeregt. Erste deutsche Meisterschaft. Das war cool.
Ja. Ja. Ich bin zufrieden. 46. Platz. Ich meine, ich bin da, ich bin definitiv, kann ich jetzt mal von mir behaupten, 2022 unter den Top 50 Schützen Selbstladegewehr KK-Klappfallscheibe in Deutschland gewesen. Kann man auch mal so sehen, finde ich. Gut. Ja, das war die deutsche Meisterschaft, eben ein Start. Gucken wir mal, Landesmeisterschaft Bayern. Da bin ich auch angetreten, insgesamt auf 4 Disziplinen. Auch hier wieder nur Klappfallscheibe, weil die anderen Disziplinen habe ich verpennt, mich anzumelden. Sag ich so, wie es ist. Ist das dann auch gleich. Da war es dann auch das Vollprogramm im Übrigen. Ja, da habe ich geschossen mit dem Sportgewehr, Selbstlader KK, optische Visierung, womit ich mich ja dann auch qualifizieren konnte für die deutsche Meisterschaft. Mit 26,99 Sekunden habe ich den 8. Platz erreicht. Da bin ich auch absolut zufrieden und stolz drauf. Ja, also so im Vergleich, ja, so knappe 22 Sekunden schneller gewesen als dann oben in Philippsburg, wo definitiv ein bisschen aufgeregt und Nervosität da ins Spiel kam. Aber macht nichts, bin ja noch jung, ich kann ja noch lernen. Ja. Danach Kurzwaffe, Fallscheibe, Pistole im Anschlagschaft, optische Visierung, habe ich mit meiner Glock geschossen im Mikro-Rony-System. Ja. Ich habe mit 354,38 Sekunden den 13. Platz erreicht. Ich muss dazu sagen, da war ich dumm. Ich habe nicht genug Munition dabei gehabt. Ich habe tatsächlich die letzten zwei Durchgänge ja, nicht mehr genug Munition gehabt. Beim letzten Durchgang auch Instant Start 50 plus, nee, 60 plus 50. Also, ja, war halt doof. Passiert mir nicht nochmal, dass ich mit so wenig Munition auf dem Wettkampf fahre. Ich hab in diesem Jahr also ein wenig gelernt. Ansonsten Unterhebelrevetierer KK, offene Visierung. Da habe ich mit 131,84 Sekunden den 13. Platz erreicht. Ich muss vielleicht noch anbemerken, also da wird Vollprogramm geschossen, also 6 Durchgänge im Übrigen, die da zusammengezählt werden. Und mit der Kurzwaffe Pistole den 18. Platz mit 94,6 Sekunden. Ja, da geht mehr. Viel mehr. Aber ist so. So, den Zettel hole ich jetzt raus. Jetzt kann ich ihn wieder reinholen. Ja, dann hatten wir noch ein Vergleichsschießen. Da habe ich ebenfalls teilgenommen mit 3 Disziplinen. Auch hier wieder Klappfallscheibe. Ihr merkt also schon, da geht so eine gewisse Tendenz hin, die ich bevorzuge. Da habe ich mit der Pistole 9 mm Glock den 5. Platz erreicht von insgesamt 12 Startern. Dann habe ich den 8. Platz erreicht von 9 Startern mit dem Selbstlader Kurzwaffenpatrone. Also da habe ich wieder 9 mm Selbstlader ausgeborgt von einem Kollegen. Und ja, mein Selbstlader KK auf Platz 12, nee, Platz 11 von 13. Platz 11 von 13, so mit 120,75 Sekunden. Ich weiß nicht, was da war, aber da lief gar nichts. Das war einfach nur Grütze. Da war ich einfach total beschissen drauf. Das sage ich so, es ist mit dem Selbstlader schieße ich. Also, das war schon schlecht. Aber das ist gut. Das war, glaube ich, auch. Moment, jetzt muss man gucken. Ja, naja, wobei, nee, die Ausrede Corona kann ich da nicht mehr bringen. Da war ich halt einfach nur schlecht. Ja, da haben wir bei uns im Verein natürlich auch ein bisschen was geschossen. Da haben wir mitunter Ordnanzgewehr DSB geschossen. Das ist eben die Punkt 58O. Da von 7 Startern auf Platz 5 gewesen. Fun Fact am Rande, da habe ich 117 Ringe geschossen. Also weniger als auf der Gaumeisterschaft. Aber auf der Gaumeisterschaft hat es zum Gewinn gereicht. Immerhin. Ja. Dann haben wir noch unsere Vereinsmeisterschaften an sich noch geschossen. Einmal die BDS 3106. Das ist quasi das Ordnanzgewehr beim BDS. Da habe ich den 3. Platz von 5 Teilnehmern geschossen. Ja, völlig okay. Auch da hätte sicherlich auch mehr drin sein können, aber ich bin zufrieden. Ja. Nächstes Jahr dann wieder mehr. Und BDS 110100, das ist. Kurzwaffe Kombi, müsste das sein. Da habe ich den Platz 8 belegt von 10 Teilnehmern. Ja, ist okay. Also, das sind schon ein paar echte Cracks bei uns im Verein, muss ich zugeben.
Ja, gut. Und damit sind wir mit den Meisterschaften an sich durch soweit. Steht zu meinen Ergebnissen. Ich habe gute Ergebnisse gehabt, schlechte Ergebnisse gehabt. Aber im Großen und Ganzen bin ich voll zufrieden mit. Insgesamt komme ich auf 60 Termine im Jahr. Reicht also gerade so. Na, mit der 12-18er-Regel, falls ich mal wieder was beantragen möchte. Wäre alles gut. War auch so ein ziemlich heftiger Start so nach Corona. Für alle, die es interessiert, ich hatte im Haupt-Corona-Jahr 2021 im Übrigen 23 Termine. Also nicht so pralle. Und ansonsten, ja, für 2023 kann ich nur so viel sagen. Ich habe mich bereits für vier Disziplinen bei der Bezirksmeisterschaft angemeldet. Ich habe aktuell noch weitere Termine im Blick für mitunter auch schon die Landesmeisterschaft Bayern, wo ich teilnehmen möchte. Ich hoffe, dass ich wieder auf die deutsche Meisterschaft nach Philippsburg darf, einfach weil, ja, es ist die deutsche Meisterschaft. Das ist cool. Also da treten tatsächlich richtig, 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 richtig geile Schützen an. Muss man einfach sagen, das macht Spaß. Ist ein Riesending, ist ein Riesenevent, eine Riesenanlage. Sollte man auf jeden Fall mal irgendwie erlebt haben. Ich habe da meinen Spaß auf jeden Fall. Und ja, für dieses Jahr, fürs nächste Jahr will ich auch nochmal ein, zwei neue Disziplinen ausprobieren, die ich bis jetzt halt noch nicht geschossen habe oder noch nicht wirklich mich mit beschäftigen konnte. Einfach, ja, weiterentwickeln, gucken, ein bisschen auf dem Tellerrand schauen. Ansonsten gucken wir mal, was sonst das Jahr bringt. Trainingstermine, ich versuche jetzt natürlich hier wieder alles mitzunehmen, was geht. Das heißt, wir können Gott sei Dank mittlerweile wieder ohne irgendwelche großen Probleme trainieren gehen. Das heißt, jeden Samstag bin ich schießen, versuche wieder einen gewissen Stand mir zu erarbeiten, um dann natürlich auch sagen zu können, ich war auf der deutschen Meisterschaft, ich war einer der besten 50 Schützen in Deutschland. Davon war ich vielleicht auf Platz, was habe ich gesagt, was habe ich gehabt, 46. Versuchen wir doch mal auf in die Top 30. Probieren wir doch mal in die Top 30 zu kommen. Man muss sich Ziele checken, die müssen realistisch sein. Top 30 will ich dieses Jahr in Angriff nehmen. Irgendwo, deutsche Meisterschaft, das würde mich freuen. Und das reicht mir auch. Ja, für den Anfang. Ich muss mir ja noch ein bisschen was aufheben für 2024, 25 und so weiter. Ja, und damit ist mein Jahresrückblick soweit durch. Ja, ihr seht es jetzt hier, ich habe es ja schon eingetragen. Morgen schieße ich eine neue Pistole, die habe ich jetzt ganz frisch bekommen. CZP 10F in 45 Auto. Endlich mal wieder ein bisschen was für die Präzisionsdisziplinen, weil ja, Glock ist nett. Schieße ich auch unheimlich gerne, aber nicht unbedingt auf Präzision. In dem Sinne, jetzt würde es mich natürlich mega interessieren. Habt ihr Wettkämpfe geschossen? Wart ihr vielleicht erfolgreich? Wart ihr vielleicht erfolgreicher als ich? Ist ja auch immer ganz cool zu wissen, ja, was. Haut's ruhig raus, schreibt's, kein Problem. Würde mich echt interessieren. Und ja, ansonsten, ihr seid herzlich eingeladen. Unten findet ihr den Link zu meinem Discord. Da könnt ihr gerne reinkommen. Da können wir auch gerne mal in aller Ruhe irgendwie abends mal drüber quatschen, was ihr so schießt. Und ja, machen wir es uns doch einfach mal gemütlich. Ja, so ganz easy. Ansonsten, ja, ich bin soweit durch. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, schauen wir mal, was nächstes Jahr bringt.